Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von GTA Vice City. Und ja, wir sind jetzt schon fast auf dem Weg zum L, da ich gerade schon aufgenommen habe. Und dann habe ich gesehen, dass meine Audiospur etwas zu laut war. Dann habe ich nochmal neu aufgenommen, schnell. Deswegen, ich war gerade schon auf dem Weg hierhin. Und da sind wir auch schon, zack, ums Eck und runter damit und rein in den Kreis. Die Geschworenen. Oh, for God's sake, it's you. Oh, jeez. I'm gonna need new pants. Hey, those psychos from up north, they've been on the horn, and they're coming down here soon. Now, where is the goddamn money? Relax. We're not at that part yet. Oh, I thought that you were taking care of this. I really did. And now those Guidos say we gotta do them a favor. You mean I gotta do them a favor? Oh, of course that's what I mean. Do I look like I can intimidate a jury? I couldn't intimidate a child, and believe me, I've tried. Now look, it's either that or Ferrelli's cousin Giorgio gets 5 years for fraud. You gotta take these guys out! I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that! The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Hooray, more crap to wipe up. What did I do wrong in a past life? Was? Dieser Hammer wäre nützlich. Dumb Florida moron. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ist jetzt... Ja klar, zufällig, oder? Hat er den jetzt überfahren, oder? Was? Na gut, dann nehmen wir halt das Auto gleich mit, ne? Ich bin sehr verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt. Naja, wie auch immer. Hoppala. Jawohl, ich muss hier mal kurz durch. So, wir fahren hier rein. Naja gut, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo es kürzer ist. Naja, komm, jetzt sind wir auf dem Weg, ist jetzt auch egal. Wir müssen... Ich weiß gar nicht, was uns da genau erwartet jetzt. Ich glaube wahrscheinlich irgendwas mit dem Hammer kaputt machen, so wie es aussieht. Oder, Leute... Nee, ich glaube nicht, oder? Moment mal. Das Weiße, das Gelbe sind normalerweise keine Leute. Ah, hier, genau. Wunderbar, hier mal rein. Ach, genau. Du kannst das Auto mit dem Hammer oder ähnlichen Waffen zerstören. Schrottet das Auto des Geschworenen. Okay. Dann hauen wir da mal drauf. Benutze Auge. Ja. Hab ich da mal ein bisschen drauf. Ja, wie lange soll ich da noch? Was soll ich denn machen? Zack. Kann ich hier drauf rumkloppen, wie ich fröhlich bin? Jetzt raucht's schon. I can't believe this is happening. You know he's not guilty. Okay. Das war's mit seinem Auto. Können wir das jetzt eigentlich auch nehmen? Ja, okay. Es fährt ja noch und er ist ein bisschen schneller. Gut, das war's mit dem Auto. Scheiße, Mann. Das kann nicht sein. Okay, dann fahren wir mit dem weiter. Alter, dieser Auspuff, das hört sich nicht gut an. Oh, das Auto ist gut. Moment, ich muss es euch nur ganz kurz zeigen. Das Auto ist sauschnell. Das gibt's auch in echt. Also nicht, der heißt nicht Blister Kompakt, aber... Ja, ich siehst du mal, wie ich die Namen noch weiß. Ne? Das ist... Gut, die gibt's auch in jedem GTA, die Autos hier. Aber den gibt es auch so ähnlich in echt und die sind wirklich sauschnell. Das zählt auch als Sportwagen. Ist sehr geil, so ein Auto. Und jetzt kommt, die nehmen wir voll. Yo! Yeah! Monster Stunt Bonus, $100. Geil. Cool. Hier, das ist übrigens das einzige Fahrzeug hier vor uns, mit dem ihr Nutten mitnehmen könnt. Nur mal, falls ihr euch das fragt, das geht nur mit dem Auto in Vice City. Muss hier mal durch, Moment. So, und hier nochmal. Hoppala, das Auto hat ein bisschen zu krasse Lenkung. Entschuldigung, Herr Officer. Können wir jetzt da draufhauen, wenn die Polizei da... Ja, okay, das geht schon.
Bam, 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 bam. Oh, guck mal, die krasse Motortextur hier. Auch schön. Sieht ein bisschen krüppelig aus, was sie hier gerade machen, aber ich glaube, das klappt. Haben natürlich das gleiche Auto in der gleichen Farbe. Das ist gar kein Problem. Und das war's auch gleich. Und, na komm. Oh. Ich hau mal ab. You know he's not guilty. Yeah. Ach, wie sollten denn... ah, ja. Okay, wir sollten den Ei... ja, den hätten wir nur verletzen müssen, glaube ich, oder? Hätten wir denn sein Auto, weil der Pfeil zeigt ja auf ihn. Hat er auf ihn gezeigt und wir haben... naja, egal. Dann haben wir halt jetzt sein Auto weggeräumt oder so. Wer ruft denn da an? Können wir da jetzt nicht rangehen? Ruft er nochmal an? Ruf an. Okay, dann nicht. Da fahren wir weiter zum L. Oh, geiler Drift. So, und dann nochmal. Zack. Oh. Hey, Tommy, it's Sonny. How's the suntan? I ain't got no suntan. We ain't got my money either, so I'm one of them myself. What are you doing? So tell me, Tommy, what are you doing? I'm looking for the money, Sonny. Don't worry. Money, Sonny. I am worried, Tommy. That's my style, because I seem to have this problem in my life with unreliable people. Don't be an unreliable person, Tommy. Please, do us both a favor. I'm looking forward to hearing from you. Okay. Können wir dann jetzt hier reingehen? Geben die uns eigentlich auch Missionen da an den... ich glaube nicht, ne? Über Telefon kriegt man hier keine Missionen. Avery goes without saying. Tommy, Tommy, kann ich nicht lesen. No, 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 no. Tell me later, tell me later. Tommy, this is Avery Carrington. I believe you met at the party. Not in person. Howdy. Avery here has a proposition. Haven't we got other things on our mind? I'm trying to keep the wolves from the door. So could you please cut me some slack? I'm stretched like a wire, and even if I'm dead by the end of the week, I'd like to think that I didn't die poor. Now just calm down, both of you. Son, you help me, and any greaseballs giving you a hard time, I'll see to it they take a long dirt nap. Okay, what could I do for you? This delivery company's got its depot on some prime land. They won't sell. They're hanging on like a big old prairie rat. So we gotta go in there and smoke that vermin out. Head on down there and stir up a hornet's nest. The security will have their hands full, and then you can sneak in and put them out of business. And you could drop by Raphael's for a change of clothes. You might be there a while, but yeah, go for it. Should be a riot. If the balls drop like they should, stop by my office sometime. Who are these pricks anyway? Lawyer pricks, rug-wearing pricks, surrounded by pricks. Besorge dir neue Sachen in Raphael's Shop. Gut, damit kennen wir uns, denke ich, aus langsam. Moment, hier haben wir es so und... was guckst du so, Alter? Hier, tschö. Ach, hier der krasse Rückwärtsgang am Start, dann fahren wir lieber vorwärts. Und räumen hier ein paar Leute weg. Dann nehmen wir hier die Kurve mit. Und dann hier nochmal, da schneiden wir die Kurve und dann fahren wir direkt zu Raphaels Einkleideshop und dann gleich Richtung den anderen Typen, den wir... abstechen sollen, beziehungsweise da drin ein bisschen Radau machen sollen, so wie es aussieht. Irgendwas mit einem Wespennest hat er gelabert. So, Raphaels, und dann kommen wir gleich wieder schick raus hier mit unseren Eiderschüchen. Hier als Bauarbeiter, auch schön. Ja, wunderbar. Einmal hier rein und tschö. Zack. Wunderbar. Geil. GTA 5. Feste einen über den Haufen. Zwei Sterne. Ne, beziehungsweise du kriegst einen Stern und wirst direkt erschossen. Das ist auch geil. Die schießen direkt auf dich. Okay, da war die Polizei. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also sonst können wir die Mission wieder nicht starten. Ungehindert. So. Und da nochmal rum. Und dann sind wir da. Okay. Was ist denn hier los?
Okay. Fange mit mindestens 4 Arbeitern Streit an und einem... Ah, okay, um einen Aufruhr zu starten. Kann ich hier auch raus? Okay, Aufruhr ist am Start. Gehen wir jetzt mal hier durch und dann schnappen wir uns... Ah, okay, zerstöre die Transporter. Jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Auf Distanz schießen, okay. Können wir denn... Okay. Jetzt hier leichte Probleme. Okay, dann... Moment mal. Wunderbar. Scheiße, ey. Wie kann ich den denn jetzt zerstören? Okay. Der zieht mich da noch raus, das kann doch nicht sein. Lass mal aufstehen, junge Mann. So, hier. Wie mache ich das jetzt? Shit. Okay. Ich glaube jetzt einfach daran. Es nützt ja nichts. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wenn nicht, probieren wir das einfach nochmal. Wir fahren jetzt hier mit raus. Ich sehe gerade schwarz, weil wir können nicht rückwärts fahren. Beziehungsweise so im Schneckentempo. Das war eine ganz, ganz schlechte Idee. Freunde, das war eine ganz, ganz schlechte Idee, die ich hier hatte. Gut, der ist nicht gerade sonderlich schlau. Wunderbar, da hat er drauf geschossen. Jetzt hauen wir da einfach mal ab. Und dann soll sich das erledigen. $1000. So. Ja, wir behalten den Hammer, das ist gar kein Problem. Hier nehmen wir nochmal Muni mit. Okay. Dann schnappen wir uns das Auto hier. Ah, das kann auch rückwärts fahren, alles klar. Und tschö, Jungs. Macht's gut. Dann fahren wir hier direkt zum A. Yeah! Schlagende Argumente. Eine Limo. Da hinten ist noch eine Waffe bzw. Munition. Ah, unser Freund. Na klar, das setzen wir uns mal hin. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt. And the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing. This guy's my new friend. Besorgt ihr bei Checksport Golferklamotten? Alles klar, dann machen wir das mal. Dann hauen wir erstmal den hier vom Sattel. Und dann holen wir uns Golferklamotten. Das sollte eigentlich kein Problem sein, die Mission. So. Mann, ich denk da nie dran, Mann. Okay, das Fahren ist hier echt nicht so einfach. Pass auf, beziehungsweise, was heißt nicht einfach? Jetzt ist man halt einfach nicht gewohnt, weil... Guck mal, du kannst hier kaum einlenken. Es ist Wahnsinn. Also, oh, der Wendekreis von so einem Moped, das kann gar nicht sein. Alter, willst du mich verarschen? Da bleibe ich hier am letzten Eck hängen. Was ist denn jetzt los? Nein! Och, komm! Oh. Ach, Nimmel. Schnauze jetzt. Was ist denn? Hola, is this Mr. Versetti? Yeah. This is Cortez. You were at my party? Yeah, I remember. Mr. Versetti, it was a unfortunate incident that happened with your business deal. I know. I want you to know me and my people are doing their utmost to get to the bottom of it. If you'd like to talk to me more privately, you can find me at the boat, huh? Okay? Good day, senor. Danke, danke, danke. Wir fahren dahin zur Mission und dann sollte das funktionieren. Es war gerade richtig doof. Naja, egal. Einmal hier rein und ciao. Kann man das jetzt wegdrücken?
Hallo, 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 ich möchte es gern wegdrücken. Hallo, hallo, hallo. Jawohl. Wunderbar, wunderbar. Ja, hier, komm, wir nehmen einfach das Auto mit dem super Motor. Beziehungsweise mit dem super Sound. Aber das ist gar nicht mal so langsam und halbwegs wendig, das ist nicht schlecht. Wirft die Alte sich voll in die Bahn, alles klar, kann man mal machen. So, und dann läuft's ja eigentlich ganz gut. Einmal hier. Entschuldigung, ich muss die Kurve hier mal kriegen. Die Abstände sind relativ kurz, das ist ganz gut. So. Da sind wir auch schon bei dem Golf-Dresser, wenn man das so sagen kann. Oh Mann. Wir sehen aus, ey, das gibt's gar nicht. Sieht nicht gerade so geil aus, beziehungsweise passt überhaupt nicht zu Tommy, aber naja. Was willst du machen, ne? Was macht man Geiles als Gangster? Ein schöner Porsche. Die Zielperson ist auf einen Sorge dafür, dass er seinen letzten Golfball geschlagen hat. Alles klar. Das kriegen wir hin auf jeden Fall. Es sollte nicht so schwer sein. Einmal hier rein. Okay, das sind wir ganz easy durchgekommen. Dann schnappen wir uns einfach mal das Golfkart hier, würde ich sagen. Und dann... Jedes Mal, wenn du in diesen Golfwagen steigst, erhältst du automatisch deinen eine Golfschläge vorausgesetzt. Du hast ihn schon Nahkampfwaffe, alles klar. Auch schön die Musik. Okay, da ist der junge Mann auch schon. Okay, das sollte relativ easy sein. Wenn wir jetzt hier hochgehen, werden die uns wahrscheinlich. Ja, die werden uns wahrscheinlich angreifen, ich wollte gerade sagen. Wo ist er? Okay, er haut ab, dann gehen wir direkt hinterher, das sollte kein Problem sein. Okay. Ab geht die Post, wir sind nicht gerade schnell, aber er auch nicht. Und wir fahren auf jeden Fall besser. Alter, der fährt hier alle über den Haufen. Wie machen wir das jetzt ohne Pistole? Haben wir eine Pistole? Ne, haben wir nicht. Shit. Ja, mit Pistole wäre es jetzt easy, ne? Wir müssen jetzt irgendwie anhalten, oder zumindest zum Anhalten zwingen. Vielleicht helfen uns seine Kollegen ein bisschen dabei. Weil dann wäre das halt easy, ne? Da können wir aussteigen und rausziehen, aber so. Der fährt seine eigenen Leute über den Haufen. Ah, wir könnten ihn auch einfach ins Wasser schubsen. Das sollte doch auch gehen. Komm. Na, ah, jetzt rammt er uns wieder weg, Mann. So, jetzt aber. Nee, auch nicht. Guten Reise. Shit, Mann. Das wollte ich gar nicht. Mann. Das klappt. Nein, das klappt überhaupt nicht. Wo ist er denn? Okay, da. Da in die Richtung irgendwo. Hier hinten. Düster rum. Komm. Da ist überall Wasser. Da können wir den überall wunderbar rein. Schubsen. Oh, Alter. Jetzt haben wir den ganz schönen Sidekick verpasst. Wunderbar eigentlich. Und da in die Richtung, mein Freund. Oh, Mann. Das macht aber relativ Bock eigentlich. Komm. Nein. Jetzt, Junge, du fährst wie ein Assi. Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Ich hoffe, ich habe euch nicht wehgetan. So, okay. Jetzt aber, komm. Fahr einfach mal einen Fehler, Mann. Wie gerade eben schon. Und jetzt rückwärts, bitte. Okay, der ist so blöd, ganz ehrlich, also. Okay, und jetzt fahren wir den einfach über den Haufen und dann sollte... Gott. Oh, dass der sich immer hinfallen lässt. Komm, lauf. Okay, steck da ein. Was ist mit denen jetzt los? Keine Ahnung. Wir fahren jetzt einfach so, der kommt ja nicht weit, ne, wenn er läuft. Da sind wir auf jeden Fall schneller. Und dann war's das für ihn. Get to the payphone next to the mall in Washington. Okay. Wir sollen zum, Telefon. Machen wir das halt mal. Jetzt müssen wir einmal wieder da durch. Aber gut geparkt da oben. Geil, immer wieder durch die Security. Wunderbar.
Ah, das könnten wir... Ne, da könnten wir uns so umziehen, okay. Denke ich zumindest. Komet, gut, wir haben den Porsche am Start. Und jetzt, da kommen wir nicht lang. Machen wir noch mal, ich weiß gar nicht. Ne, wir speichern. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das reicht für heute, denke ich. Wir haben jetzt 3 Missionen gemacht, 3 kleine, aber wir haben 3 Missionen gemacht. Das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Oh, Alter, wie sind wir da hin? Das macht relativ Bock. Das ist einfach ein geiles Spiel. Das ist eigentlich fast schon zu schade zum Aufnehmen, weil das würde man am liebsten die ganze Zeit hier einfach so durchzocken, weil es so ein Flow hat, das Spiel, weißt du? Ich wollte jetzt hier schon wieder aussteigen zur nächsten Mission. Aber es hat einfach so ein Flow, du kannst hier alles spielen und es macht einfach Bock, das Spiel. Das ist geil. Natürlich auch der Soundtrack, aber da muss ich ein bisschen drüber quatschen, der ist schon sau leise gestellt, aber das ist nicht so gut, deswegen schalte ich jetzt auch mal Radio um. Weil sonst kriegen wir vielleicht Probleme. Ah, das war nix. Einmal hier irgendwie rum. Okay, da ist der Fernsprecher, das hören wir auch hin. Aber in der nächsten Folge, wir fahren jetzt nochmal zum Speichern und dann haben wir trotzdem einiges geschafft. Alter, so zu fahren, das macht einfach so Bock. Wow. Okay, da hätten wir fast noch einen Stern kassiert, das wollte ich natürlich nicht. Ja, machen wir unseren Parkplatz frei, wunderbar. Und schön, dann gehen wir hier einmal rein. Speichern und dann hat sich die Sache auf jeden Fall für heute. Zack. Dunkle Gassen. Zack. Zack. Wie heißt denn jetzt? Jetzt heißt schlagende Argumente. Wunderbar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Haut da rein und tschüss.